Ja, hallöchen. Tagesmotivation von heute, Rechtfertigung. Wie oft hast du dich in deinem Leben schon rechtfertigt? Wie oft? Und, oh, ich muss doch die Brille anziehen, blendet so arg. Und, was hast du davon gehabt? Rechtfertigungen ist das Schlimmste, was man machen kann. Mit Rechtfertigungen tust du dich verschlechtern, du gehst in eine negative Spirale rein. Das, was du getan hast, das hast du doch getan, weil du denkst, dass es richtig ist für dich, oder? Du hast es getan, weil du sagst, naja gut, das ist mein Weg, das ist meine Passion, meine Passion. Ich mach das ganz einfach so. Und da gibt es natürlich viele, viele Leute, die können das einfach nicht leiden. Die mögen das nicht, wenn du irgendwas machst, was man eigentlich nicht tun sollte, was außerhalb der Norm ist. Und dann wird natürlich ein bisschen Druck ausgeübt und dann kommt es natürlich in diese ganz sehr doofe Rechtfertigung rein. Und damit erreichst du nur eines, dass du dich einfach unnötig schwächst. Und genau das solltest du auf alle Fälle vermeiden, weil das tut dir einfach nicht gut. Rechtfertigungen sind definitiv das Blödste, was du überhaupt nur machen kannst. Weil Rechtfertigungen machen dich klein. Und du bist groß. Du bist wundervoll. Du bist ein absolutes Genie. Sag dir das auch immer wieder. Und das, was du machst, geh deinen Weg. Lass dich einfach nicht davon beirren. Weil wenn du nicht deinen Weg gehst, dann schwächst du dich einfach. Und danach bist du einfach unglücklich. Und das ist unendlich schade. Ich denke, das hast du einfach nicht nötig. Das ist meine Botschaft für heute. Raus aus der Rechtfertigung. Niemandem mehr gegenüber. Vergiss das blöde Spiel der Rechtfertigung. Weil das tut einfach nicht gut. Ich hoffe, du machst das einfach. Ich weiß, man versucht natürlich immer, auch wenn man ein bisschen harmoniesüchtig ist, versucht man natürlich immer so einen Ausgleich zu finden. Aber es ist nicht okay, weißt du? Es ist nicht okay dir gegenüber. Weil wenn du es nicht gewollt hättest, hättest du es ja nicht getan, okay? Alles klar, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ich bin hier gerade auf dem zugefrorenen St. Moritzersee. Hammer, hammer geile Stimmung. Pferderennen. Drittes Wochenende, wenn du auch mal dabei sein möchtest. Wir machen jedes Jahr eine Session hier, dann trag dich einfach ein in www.kramery-newsletter.de und dann erhältst du alle wichtigen Infos. Ciao, bye bye.